Hello and welcome back to my channel. Today I would like to talk about some self-made gesso and structure paste. And this is the first video I tried to do in English and in German because there were some people from German Facebook groups that asked me about a tutorial for self-made gesso. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich versuche heute mal dieses Video auf Deutsch und auf Englisch zu machen. Ich hoffe, das wird mir einigermaßen gelingen. Weil es einige Leute gegeben hat, die mich gefragt haben, ha, wie machst du denn eigentlich dein Gesso selber und deine Strukturpaste? Ich hatte das mal erwähnt und hier ist nun das Video. We will need a glass or something to put the gesso in. And then we will need some normal white glue. Wir brauchen ein Glas, wo wir das reintun können natürlich. Man kann natürlich auch einen Plastikbehälter oder irgendwas Ähnliches nehmen. Dann brauchen wir durchsichtigen Bastelkleber. And the third thing we will need is some marble dust. I think that's the right word in English. In Deutsch heißt das Schlemmkreide oder Calciumcarbonat. When you search this on Amazon, you can take this. This is from an Italian brand where I bought it, and you can put this into the Amazon search machine and then you will find it. I will put a link in the Infobox too, so that you can find it. Ich werde das in der Infobox verlinken, sodass ihr das finden könnt. Also normalerweise würde das auch mit Tonerde funktionieren. Habe ich auch schon ausprobiert. Allerdings ist dieses Material etwas durchsichtiger später. Fangen wir mal an. Wo ist mein Löffel? Hier. The first thing we will do is, oh, I forgot something. We will need some water too. Wir brauchen auch außerdem noch ein bisschen Wasser. Habe ich gerade vergessen. Ich bin ein bisschen nervös. Warum eigentlich? Sieht mich ja bis jetzt noch keiner. So first we take our glass and then we put some glue in it. We need the same amount of glue and this marble dust. Also wir benötigen die gleiche Menge Kleber wie Schlemmkreide. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Man kann das natürlich im Nachhinein auch noch ein bisschen variieren, wenn einem das zu fest oder zu flüssig ist. And then we will need something like this to mix it. Also wir brauchen da irgendetwas, um das zu mixen. Und ich mixe das immer erst, wenn ich noch kein Wasser reingetan habe, damit ich schon mal so ungefähr sehe, was hier passiert. So I mix it without water first, so that I can see what happens here. And now it is a little bit slimy, as you can see here, hopefully. And then I add water so that I get the right liquid to see. Ich sprühe dann etwas Wasser hier hinein und rühre das um, solange bis ich die für mich richtige Konsistenz habe. I think you know from videos or from the reality how how liquid this board gesso is, and so you can add water until you have the right thing here. Wenn man schon mal Gesso gekauft hat, dann weiß man ja ungefähr, wie flüssig oder fest das ist. Und dann kann man so viel Wasser hineinsprühen. Ich mache das immer mit so einer Sprühe, weil man das dann besser unter Kontrolle hat. Da kommt nicht so viel, wie wenn man das jetzt aus einem Glas oder so kippen würde. Dann kann man ja so viel Wasser hinzutun, bis man eine einigermaßen ansprechende Konsistenz hat. Ja. Genau. It's not so slimy. More liquid. And yeah, that's all for clear gesso. So I think this whole glass of marble dust, I will close it that you can see how big it is. This whole glass was, I think, 8 €. And I think you can make tons of clear gesso with this. And 1 kilo
So this is 500 gram. 1 kilo of this glue is about, I think, 19 Euro. Also diese Schlemmkreide, dieses ganze Glas, hat 8 Euro gekostet ungefähr auf Amazon. Gibt es auch unterschiedliche Größen, Verpackungen und so. Und 1 Kilo von diesem Kleber, das ist jetzt ja 500 Gramm, aber ich habe auch noch 1 Kilo. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, kostet glaube ich 19 Euro. Also man kann Tonnen von Gesso damit herstellen. Okay, what will happen when you put this to your paper? I decided to make a little collage with some structure and things on it so that you can see what you can do with this gesso and that you can use it like the gesso you bought in the shop. Also ich werde jetzt eine kleine Collage machen, sodass ihr seht, dass man nahezu alles mit diesem Gesso, was man selbst gemacht hat, machen kann, was man auch mit gekauftem Gesso machen will. To prepare the page for a collage, it's a very good idea to, oh, to use a brush that works. It's a very good idea to prepare the page. Ich streiche also zur Vorbereitung dieser Seite, wenn ich eine Collage machen will, ist das ja sehr schlau, das mit diesem Gesso ein. Perhaps you can see some gray things here on my paper. That's from my brush, that's not from the gesso, but that's not so important because it's only the preparing for the page. Falls ihr irgendwelche braunen Stückchen hier auf meinem Papier seht, das ist von meinem Pinsel, der leider gerade irgendwie ein bisschen dreckig ist. Aber das macht ja nichts, weil das ja nur der Untergrund für diese Collage ist und man das ja später nicht mehr sieht. Wenn man einen sauberen Pinsel nimmt, funktioniert das natürlich vielleicht ein bisschen besser. Ja. And you can dry this with a hairdryer or some other heat tool, like you would dry the normal gesso from the shop too. Ihr könnt das also mit einem herkömmlichen Haarföhn trocknen, genauso wie ihr das mit gekauftem Gesso auch machen würdet. Und diese kleinen Stückchen da, die ihr da vielleicht seht, die kommen auch von meinem Pinsel. Das ist jetzt nicht in dem Gesso. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Nun ja. So. Now let's dry it. When it's dry, it has a very rough surface. I don't know if you can see that. My light is very bad here at the moment. Sorry. But you can hear it, I think. Wenn man das getrocknet hat, das ist eine relativ raue Oberfläche. Das kann man jetzt im Video nicht ganz gut sehen, aber ihr müsst mir das jetzt einfach mal glauben. And that's very fine for example, for oil pastels or something that's yeah, that has a little rough rough Erscheinung. Mein Gott. Okay, and when you prepared this, sometimes the paper has some waves, but I think that will happen with bought Gesso too. Manchmal hat man das Problem, dass das Papier sich ein bisschen wälzt, aber ich glaube, das passiert mit gekauftem Gesso genauso. Ja, and now you can collage on it like you would do it with bought Gesso. So I decided to take some different papers to show you that you can glue nearly everything on it. Ihr könnt darauf jetzt kollagieren, wie ihr wollt, wie ihr das auch normalerweise mit gekauftem Gesso machen würdet. Ich habe jetzt mal verschiedene Papiere ausgewählt, sodass ihr seht, dass man da nahezu alles drauf kleben kann, wie man das so möchte. Vorausgesetzt, man weiß, wie man das möchte. Ja, heute ist nicht mein bester Tag. Meine Homepage hat mich ein bisschen geärgert.
Aber vielleicht steht das trotzdem noch irgendwie hier hin. Weil ich möchte ja auch nicht, dass Menschen traurig sind, weil ich das versprochene Video nicht gemacht habe. Das wäre ja etwas blöd. So, vielleicht. Oh. And for gluing, I take this, yeah, this clear glue. And because of that glue is in the gesso too, that's very fine because yeah, it's more stronger than I think than board gesso. Oh, I have a little problem here with my brush. Weil in dem Gesso auch schon Kleber ist, also genau der gleiche Kleber, den ich jetzt zum Kleben dieser Schnipsel benutze, hält das Ganze wesentlich besser und es wird wesentlich stärker hinterher auf der Seite, glaube ich, als mit gekauftem Gesso. Ich habe den Eindruck, dass mit gekauftem Gesso das gar nicht so gut hält, wenn man das da aufklebt. And the other thing is that you can take this brush to put your glue to the paper. And you don't have to clean it before you take some gesso and put it over here so that you get a smooth surface for this collage. Die gute Sache ist, dass du deinen Pinsel zwischendurch nicht sauber machen musst, wenn du den gleichen Kleber benutzt, den du hier reingetan hast. Denn, ja, ist ja der gleiche Kleber, ne? Also ich meine, ihr versteht mich schon. Das finde ich immer ganz praktisch, weil man hat sowieso schon Wasser, was man verschwendet und alles Mögliche. Und so kann man das Ganze vielleicht etwas umweltfreundlicher gestalten. Und wenn jetzt hier Kleber rauskommen würde, wäre ich auch ganz glücklich. This are normal book pages I have from an old book. And as you perhaps know, these book pages, sometimes when they are very old, you have a hard job to glue them. And with this, glue and also the gesso over it, I think it's more easy to glue to a surface, not only to paper but also to wood or something like that, because this whole stuff gets a very, very smooth surface and it's very, yeah, very easy to handle. Ihr habt das bestimmt auch schon mal festgestellt, wenn Buchseiten zu alt sind, dann haben die so eine ganz komische Struktur. Teilweise sind die sehr glatt und die lassen sich auch nicht so gut aufkleben. Aus irgendeinem Grund hält ein normaler Kleber gar nicht mal so gut, wie man meinen könnte. Und mit diesem durchsichtigen Kleber und dem Gesso drunter funktioniert das eigentlich ganz gut. As you can see here, I have some things here in my glue. Please don't panic, that's only my glue, because I think it's a little bit too old. That would not happen if you have not so old glue. I don't know why this happens. Yesterday it was, everything was okay. And yeah. Sorry for that. Diese komischen Stückchen, die ihr da in dem Kleber seht, ich weiß auch nicht gerade, wo die herkommen. Gestern waren sie noch nicht da. Dieser Kleber ist schon ein bisschen älter. Wenn ihr ganz normal Kleber nehmt, wird euch das nicht passieren. Sorry, aber ja. So. You can also glue some magazine paper to this collage. This is from Daphne's Diary, a very, very fine magazine for collaging, because there are very much vintage pictures in it, and often like these frames or flowers and something like that. Man kann natürlich auch Zeitschriftenpapier collagieren. Diese ist von Daphne's Diary. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in Deutschland so kennt. Einige von euch kennen das bestimmt, eine ganz geile Zeitschrift. Die hat ganz viele so Vintage-Sachen und viele Bilder, die man gut benutzen kann.
And I also have this elephant girl here from this magazine. And I thought that would fit very nice together. Ein bisschen wie Elefant im Porzellanladen, habe ich so gedacht. ja. Meistens geht das ja nicht so, wie ich mir das vorher gedacht habe, aber das kennt ihr ja schon von mir. Aber die meisten Leute sagen, ja, das ist ja gerade das Gute da dran. Ja. So, ist das gut? Keine Ahnung. And also to this magazine pages, I put some of this gesso so that the surface is prepared when I want to add some colors like oil pastels or liquid colors. Then this is prepared in this step. Ich gebe da etwas von diesem durchsichtigen Gesso jetzt schon auf diese Seite drauf, dass ich das später, wenn ich Farbe drauf tun will, schon in diesem Schritt gleich vorbereitet habe. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Oh, this clock would be nice too. I think I'm not this collaging expert, as you can see here. But sometimes you have to try something new, as I do here. Ich glaube, ich bin nicht so der Collagen-Experte, aber manchmal muss man auch vielleicht was Neues ausprobieren. Schauen wir mal. Perhaps you think, okay, now I would use white gesso or structure paste to get some more interest to this picture. And the easiest thing is that you can use this, what you have left over from the things before, and you can add white acrylic paint to get white gesso. And you can add white acrylic paint and more of this marble dust to get a structure paste. And that is what we will do now. Zum jetzigen Zeitpunkt denkst du vielleicht, okay, jetzt würde ich weißes Gesso benutzen, um vielleicht ein bisschen mehr in interessante Dinge hier reinzubringen oder das bisschen zu überblenden. Oder du würdest vermutlich auch Strukturpaste brauchen, um vielleicht die Ränder ein bisschen interessanter zu machen oder was auch immer du damit tun willst. Das geht ganz leicht, indem du einfach jetzt in dieses, was du von vorher noch hast, weiße Acrylfarbe tust. Und wenn du Strukturpaste möchtest, nimmst du weiße Acrylfarbe und noch mehr von dem von dieser Schlemmkreide. Was ich jetzt versuche, aus diesem hier das rauszukriegen. Okay, first I will add some white acrylic paint. This is a little bit empty. Dadurch verändert sich die Konsistenz nur ganz leicht. Und ich habe festgestellt, das lässt sich sehr leicht trocken föhnen. Das ist ganz geil. Ich bin natürlich ein bisschen unkoordiniert. Okay. I only add some white acrylic paint. Not too much. And then I mix it, like I did before. Ja, also man tut einfach die weiße Acrylfarbe da rein. Ich nehme dann immer so einen Löffel, weil sich das leichter verrühren lässt. And this will dry very easy with a heat gun or, yeah, or with the air. Now it looks like this. I hope you can see that. So it's nearly the same like before. But now it's white.
Es ist also, wie gesagt, von der Konsistenz her fast genauso wie vorher. Die Acrylfarbe verändert das nur ein ganz kleines bisschen. Ja, nur jetzt ist es halt weiß. Okay, and you can test it if you like it like that. I like when some of the words that are on the book pages come through this gesso, but if you don't like that, then you can add more acrylic paint or add a second layer of this gesso when it's dry. Ich mag das mal ganz gerne, wenn man ein bisschen von der Schrift, gerade wenn man Buchseiten oder Notenpapier nimmt, durch dieses Gesso durchscheint. Deshalb benutze ich nicht ganz so viel weiße Farbe. Wenn du das nicht so gut findest, dann kannst du natürlich noch mehr weiße Farbe hinzufügen oder eine zweite Schicht einfach drüber geben später, wenn es trocken ist natürlich erst. Ansonsten hast du da ziemlich viele Brösel. Das ist nämlich ein ganz winzig kleiner Nachteil, wenn man das nicht richtig trocknen lässt, dass dann teilweise das so ein bisschen anfängt zu bröseln. Aber brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Ich vermute auch, dass das wahrscheinlich bei gekauftem Gesso genauso sein wird. You can also leave this a little thicker if you like some structure at this point, because yeah, it dries very, very fast. Ihr könnt auch jetzt schon ein bisschen Struktur lassen, indem ihr das ein bisschen ja, einfach dicker auftragt, weil das, wie gesagt, sehr schnell trocknet, egal ob mit Föhn oder an der Luft. Ich finde, das ist wahnsinnig schnell trocken und es wird auch relativ hart. Also durch diese Schlemmkreide wird das eine sehr harte Sache und da bröselt auch nichts ab oder so. Ganz gut. Okay. Perhaps you like some structure now. Vielleicht willst du jetzt ein bisschen Struktur. Dann kannst du auch dieses hier benutzen. You can also take this, what you have, this white gesso, and add some of this marble dust. Now I have my spoon here. Oh, oh. One second, please. Okay, I just got a second spoon. So, for the structure paste, I only add some more of this marble dust and mix it very well so that you don't have yeah, any things that you don't want to have there. And when you think, oh, this is too thick, then you can also add some water, of course, and mix it again so that you get yeah, this consistence that you like. Ja, wenn euch das zu fest vorkommt, dann könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Wasser hinzufügen. Das macht überhaupt nichts. Ich mache das sowieso immer Projekt für Projekt, dass ich mir das anrühre, weil manchmal möchte man das ja etwas fester haben und manchmal möchte man das vielleicht etwas flüssiger haben. Und wenn man gekauftes Gesso hat, dann hat man diese Möglichkeit halt nicht, weil dann hat man eine so eine Dose und da ist das halt so drin. Und dann hat man natürlich keine andere Chance, als das so zu benutzen, wie es da ist. Also ich finde das hier etwas flexibler. Das hier ist ein bisschen so wie Wandspachtel von der Konsistenz her. So the texture of this structure paste is like this now. And for me this is very fine when it's so hard, because I don't have bought stencils. Für mich ist das ganz fein, wenn das so hart ist, weil ich keine gekauften Schablonen habe. I often use something like this. This is from Orange Packaging. Dass es so eine Orangenverpackung gibt, auch bei Zwiebeln oder Kartoffeln und sowas. Und die sind halt einfach ein bisschen so fluddrig. Und dann ist es ganz gut, wenn die Strukturpaste ein bisschen härter ist. Wenn du jetzt eine normale Schablone hast, die ist ja aus so einem Plastik, dann kannst du das auch ein bisschen flüssiger machen. Funktioniert auch. Ja. Okay. And then, yeah, I put it here. Let's see what happens. I only take my spoon. Of course, you can take a professional tool for that. Ich nehme jetzt einfach mal Löffel und tue das da so drauf. Weil, wie ihr vielleicht wisst, ich bin so ein bisschen Supply-Verweigerer. Man kann natürlich auch so einen Spachtel nehmen, ist ja klar. Bloß,
wenn man kein Geld hat, um sich einen Spachtel zu kaufen. Oh mein Gott, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so arm rüberkommen, aber ich sehe das manchmal nicht ein. Wenn man normale Dinge benutzen kann, die man eh schon hat, warum soll man sich dann irgendwas Teures kaufen? Bin da ein bisschen geizig. And now you have this. One second. Das Ganze sieht dann so aus. Muss ich mal kurz aufstehen, damit ihr das vernünftig sehen könnt. Natürlich wird das mit einem gekauften Stencil-Schablone vielleicht ein bisschen feiner und ein bisschen definierter, aber ich finde das manchmal ganz gut, wenn das nicht immer ganz so gleichmäßig aussieht. Of course, with a board stencil, that would be a little nicer. But that's not the problem of the structure paste, but the problem of my stencil. Because this material is not so hard and then, yeah, the result is not so defined. But I think with a, yeah, with a board stencil that would be perhaps a little bit better. Or if you like it very regular, then please take a board stencil. And you can take this jar to store this structure paste. Please don't store it too long. That's the only problem, that when you store it too long, that it will become hard. And even if you would put water to it, then it will not become as liquid as it is now. Wenn ihr diese Strukturpaste aufbewahren wollt, könnt ihr natürlich selbstverständlich das Glas benutzen, in dem es sich jetzt schon befindet. Das ist jetzt der einzige Nachteil, dass man das nicht so wahnsinnig lange da drin aufbewahren kann, weil es nämlich mit der Zeit ein bisschen hart wird. Also innerhalb von circa einer Woche sollte man es ungefähr verbrauchen. Ja, aber das ist auch schon so ziemlich der einzige Nachteil, der mir einfällt. Vielleicht sollte ich das Zeug verkaufen, ey, so wie ich hier so rede. Naja, wäre vielleicht nicht die blödste Idee. Möchte das jemand kaufen? Na, ich bin ja dann auch ein bisschen blöd, dann bräuchte ich euch ja nicht erklären, wie ihr das selber macht. Ja, ich habe ein bisschen ein Clown gefrühstückt heute, glaube ich. So. Schaut doch gar nicht so bad aus, oder? And you can dry this as you would dry every normal texture. When this is dry, you can add nearly every sort of color you like. So I choose this children watercolor palette for this, but you can also use gelatos or any other oil pastels and mix them with water, or acrylic paints would work too. Ja, wenn das Ganze getrocknet ist, kannst du nahezu jede Art von Farbe benutzen, die du auf diese Struktur jetzt auftragen willst. Du kannst Wasserfarbe nehmen, das hier ist so eine Kinderwasserfarbe. Du kannst natürlich auch Gelatos benutzen oder andere Ölpastellkreiden. Acrylfarben würden auch funktionieren. Bisschen pink, oder? A little bit too pink, I think. And even if you spritz water to this, that will work too. Wenn du da Wasser drauf spritzt, funktioniert das genauso wie mit jeder gekauften Strukturpaste. Thank you.
Haustür steht. Als Glock hab ich mit auf einen Kaffee geh. Haben geredet und gelacht in einer Wahnsinnsnacht. Bin in der Früh neben dir aufgewacht. Ich schau auf du, Mensch, ich soll schon gehen. Gestern Abend ich zog, weil da war's Budget. Du schaffst ihn. Ich weiß, du machst den Abschied nicht. Schreib in Spiegel mit am Lippenstift. Bis bald, mein Schatz, vergiss mich nicht. Ich weiß, es ist aus Liebe geschehen. Ich möchte dich bald schon wiedersehen. Streich dir aufs Haar, reg dich gut zu. Dann lass ich dich allein. Komm hier dann zurück. Geh schnell zu dir, schleich leis in dein Zimmer, leg mich hin zu dir. Weck dich nicht auf, würde nur anschauen. Wachst dann auf, klopf, alles war nur ein Traum. Rosen leg ich dir aufs Bett, ich weiß, du machst den Abschied mit. Schreib in den Spiegel mit am Lippenstift, bis bald mein Schatz. Vergiss mich nicht, ich weiß, es ist aus Liebe geschehen. Ich möchte dich bald schon wiedersehen. Streich dir aufs Haar, reg dich gut zu. Ich lass dich nicht allein. Okay, I think this is not the best piece of art I did in my life. Das ist jetzt nicht der allergeilste Hintergrund, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe, aber naja, es dient ja auch nur als Beispiel. I think it's only an example for this structure paste and the gesso, and yeah, I'm not so happy about this background, but okay. I now will glue this elephant girl. Kleben wir dieses Elefantenmädchen hier mal auf. And you can also use any kind of pen to write on this. I have to decide what I like to write here, or if I like to stamp, I don't know yet. But you can use any pen or pencil to write on it. Auf diesem Untergrund könnt ihr jetzt im Prinzip mit jedem Stift eurer Wahl schreiben, oder ihr könnt auch stempeln da drauf. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, was ich hier damit tue, weil ich nicht so ganz glücklich bin damit. Es sind ja, wie gesagt, nur eine Demonstration mit dem Gesso und der Strukturpaste. Aber ja, ihr könnt da alles benutzen, was ihr wollt. Stempeln, schreiben, Edding, alles Mögliche. Okay, that's it. Oh, my light is a little bit too much light. I hope you like this little tutorial. And I hope you can see this structure here, and yeah, all the colors that are very, very nice, I think. Even if this background is not my favorite, but yeah, the structure of the colors is very, very nice. Here you can see the book page, and next to it this structure paste, and I think that's very fine, even for greeting cards or something like that, or art journals, mixed media journals and everything like that. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und einigermaßen irgendwie was gebracht. Ich hatte ein bisschen Mühe mit diesem Video, weil zwei Sprachen und so. Mein Gehirn ist da irgendwie nicht so schnell. Wie ihr seht, funktioniert das auch mit Wasserfarbe ganz gut. Zum Beispiel da, wo die Buchseite auf die Strukturpaste trifft, kann man das sehr gut sehen. Für Karten und so ist das bestimmt ganz geil. Und auch für Mixed Media Journals oder Art Journals ist das natürlich ganz gut.
Ich hoffe, ihr kriegt euren Hintergrund ein bisschen besser hin als ich. Okay, that's it, I think. Perhaps you will see this elephant girl sometime in the future with some quotes or something like that. Perhaps I will put it in my shelf and don't look at it, because I'm really not happy, but yeah, okay. Vielleicht werdet ihr dieses Elefantmädchen irgendwann nochmal sehen mit ein paar Notizen hier, keine Ahnung. Vielleicht schmeiße ich das aber auch in meinen Schrank, weil ich bin gar nicht so glücklich. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren und so, ne, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye, bye.